Hallo Leute, willkommen zurück zu Dark Souls. Was geht? Es ist eine Menge passiert, mehr oder weniger, offscreen. Allerdings seht ihr momentan nicht viel davon und werdet auch wahrscheinlich nicht viel sehen, denn ihr seht, ich habe ja noch alles normal an, wie es zuvor war. Die Sache ist ja die, ich war ein bisschen genervt über gewisse Sachen, worüber ich jetzt auch gerne mal kurz reden möchte. Die Sache ist nämlich die, ich habe mal geguckt, was könnte ich an bessere Ausrüstung nehmen? Und damit speziell ist damit eigentlich gemeint der Speer. Wann könnte ich den mit was austauschen? Darüber reden wir gleich. Denn ich mache euch ja nichts vor hier. Der Speer, der ist stark, kein Zweifel. Die Skalierung allerdings mit den jeweiligen Hauptattributen ist halt so, ja, nicht gerade das allerbeste. Die Waffe macht halt an sich guten Grundschaden. Mein Problem halt an der Waffe ist, dass sie halt nicht weiter aufwertbar ist. Also das Einzige, wie ich sie halt noch stärker machen kann, ist das Erhöhen an Stärke und Beweglichkeit. Problem halt dabei ist, man hat in dem Spiel eine gewisse Obergrenze an dem Wert von Hauptattributen, in meinem Fall Beweglichkeit und Stärke, wo die Punkte noch was bringen, dass ich da rein investiere. Der müsste bei 40 oder 50 sein. Wie ihr seht, Beweglichkeit habe ich fast auf 40, das heißt, danach, darüber, wird es weniger bringen. Und da habe ich halt auch geguckt, was könnte ich halt noch stärker machen, mit was für einer Waffe könnte ich sonst noch rumrennen. Und da kommt das Genervte von mir. Es gibt ja in dem Spiel Bosswaffen, die man herstellt, indem man die Seele vom jeweiligen Boss benutzt und sie eine Waffe reinsteckt, die auch den passenden Typ hat, was man ja nicht in Erfahrung bekommt, welche Waffe das also sein müsste, also welche Art von Waffen. Und ich habe da auch dementsprechend ein bisschen gegoogelt, die Wiki-Seite nachgeguckt und alles drum und dran. Eine Waffe zum Beispiel, da musste ich die Sense auf 10 hochbringen oder eine andere ähnliche Waffe, damit ich die Lebensjagd-Sense bekomme. Ihr seht, sie hat eine bessere Skalierung, also hauptsächlich eigentlich nur Geschicklichkeit und damit gibt es auch mehr Schub. Schadensmäßig ist sie ungefähr auf demselben Niveau wie der Speer. Aber, wenn ihr mal schaut, unten links, zusätzliche Effekte, ist der 500 bei Blutung. Was heißt das jetzt? Ganz einfach, wenn ich mit der Waffe angreife und Schaden verursache, gebe ich mir selber Blutung. Das heißt, dieser Blutungsbalken erhöht sich. Und wenn der auf Maximum ist, kriege ich einen gewissen Wert an Schaden. Und das finde ich einfach total bescheuert. Das ist etwas, was mich ziemlich genervt hat. Denn für mich ist das keine Bosswaffe, wenn sie mir so einen negativen Effekt bringt. Das ist einfach doof. Man freut sich ja irgendwie schon auf solche extrem guten Waffen und dann sieht man sowas. Und das ist jetzt nicht nur die einzige, das ist jetzt kein Einzelfall. Ich habe dann auch mit der Hilfe von Quedax-Seele, wenn ich es finde, die ist weiter oben, habe ich natürlich auch eine Waffe hergestellt, da brauchte ich einen Katana. Da gab es eins relativ schnell zu bekommen, mal eben schnell auf Stufe 10 hochgehauen. Und dann bekommt man, wenn ich es finde, die Chaos-Klinge. Die hat ebenfalls so eine selbe Leier, skaliert gut, halt nur Geschicklichkeit, weshalb sie vielleicht nicht so stark ist, aber sie gibt eben auch Blutungsschaden. Das ist wirklich so Sachen, wo ich mich frage, warum? Warum gibt man mir so einen Malus? Was soll das? Ich weiß zwar, man kann mit Hilfe von Blutschild oder Rüstungen, die die Blutresistenz erhöhen, das irgendwie gewisserweise ausgleichen, aber ich finde es trotzdem halt nicht schön, dass ich jetzt, ich sag jetzt mal, mich dran gearbeitet habe, die Waffe herzustellen, nur um dann zu sehen, wenn ich die jetzt so benutze, dann könnte es ziemlich kacke laufen, wenn ich dann in so einem Kampf bin, wo es wirklich darauf ankommt, dass ich jetzt nicht so viel Schaden erleide und ich mir selber eigentlich mehr oder weniger Schaden mache. Dann hatte ich noch eine andere Waffe, die werde ich aber wahrscheinlich ganz schön spät irgendwann mal benutzen können. Und zwar Großschwert des Artorias. Ist an sich eine coole Waffe bestimmt, aber die skaliert mit eigentlich allen Hauptattributen, sprich Stärke, Beweglichkeit, Intelligenz und Glaube. Und auch dementsprechend sind die Anforderungen so hoch. Und bis ich die Anforderungen erreicht habe, wenn ihr mal rechts guckt, wie momentan meine Werte sind, es könnte eine Weile dauern.
Da will ich euch nichts vormachen, wenn ich die Waffe trage. Da bin ich wahrscheinlich schon mit dem Spiel durch, denn allzu viel machen wir da nämlich nicht mehr. So, eine andere Waffe hatte ich glaube auch noch irgendwie. Sicher bin ich mir jetzt aber nicht. Ich guck mal gerade durch. Ah doch, ja, der Drachentöterschwert. Das ist der von der Seele von Ornstein. Ist auch an sich cool, habe ich halt noch nicht die benötigte Stärke und sie eskaliert auch mit Glaube und macht halt Blitzschaden. Wo ich ein bisschen skeptisch bin, könnte sie dann wirklich so nützlich sein für mich, für meine Spielweise. Ich bin eigentlich eher zufrieden, wenn ich wirklich nur auf physischen Schaden gehe und nicht noch so irgendwie so ein extra Pille-Palle-Element, wenn ich es nicht selber will. Also habe ich dann auch weiter ein bisschen recherchiert, was gibt es denn sonst noch so gute Beweglichkeitswaffen? Hauptsächlich gibt es gute Beweglichkeitswaffen im DLC, was ich eigentlich wirklich relativ zum Schluss eigentlich machen möchte. Die Waffen da drin, die eskalieren A oder S sogar. Aber das DLC ist jetzt auch nicht ohne, sage ich jetzt mal. So ist es zumindest meiner Erinnerung nach. Also gab es da noch eine andere Waffe, und zwar das Spiders Seitschwert, was ganz oben war. Das da. Das habe ich schon mal auf plus 10 gemacht. So, und hier ist das nächste, was mich wiederum genervt hat. Man kann solche normalen Waffen, die mit kleinen Scherben, großen Scherben, grauen Brocken aufgewertet werden können, bis plus 15 gemacht werden. Bei mir ist gerade das Problem, ich kann nur maximal bis plus 10. Das heißt, mir fehlt die Glut, um auf plus 15 aufzuwerten. Diese gibt es auf dem Weg hin zu Neulondo, also zu den Ruinen von Neulondo. Wir sind da schon öfters mal vorbeigelaufen, als ich zur Schandstadt gegangen bin. Von daher ist das ja jetzt halt schon praktisch. Und Bosswaffen zum Beispiel werden wiederum aufgewertet mit Dämonen-Titanit. Deswegen habe ich jetzt zum Beispiel nur das Chaos-Schwert auf plus 1, weil wir sind dann irgendwann die Dämonen-Titaniten ausgegangen und die Jagdsense ist gerade mal vielleicht plus 2, glaube ich. Denn ich war halt zu clever und habe diesen blöden Dämonen-Speer auf plus 4 hochgearbeitet. Also das waren jetzt ungefähr gut 7 Dämonen-Titanite, die ich sinnlos verballert habe für diesen dummen Speer, der mir eigentlich überhaupt nichts Gutes bringt. Und ja, den Dämonen-Titanit zum Beispiel kann man sich gut noch einsammeln. In meinem Fall einmal hier, da gibt es ja noch 2 Viecher unten in der Sensfestung, die ich aber noch nicht mache. Das ist mir dann noch ein bisschen zu unangenehm, sage ich jetzt mal. Und in den Dämonenruinen, logischerweise. Das ist ja auch noch ein Ziel für uns. Was ist jetzt also mein Ziel erstmal? Ich will mal versuchen, dass beider Seitschwert auf jeden Fall auf plus 15 bekommt. Das heißt, ich brauche diese große Glut in den Ruinen, also diese ganz große Glut in den Ruinen von Neulondo. Weshalb ich da zuerst hingehen will. Das Nervige ist halt, in Neulondo gibt es Geister und die kann man keinen normalen Schaden anzufügen, wenn man nicht zum Beispiel Wanderfluch hat oder irgendwie allgemein verflucht ist, was ich nicht so ganz verstanden habe. Diese Wanderfluch-Items sind allerdings temporär. Das heißt also nach einer Zeit läuft das halt aus und ich habe nur 4 Stück. Die Händlerin konnte mir nicht mehr als 4 Stück geben. Das ist auch eine richtig großartige Sache, muss ich sagen. Es geht nur aufwärts, es geht nur aufwärts. Ich meine, zu den Ruinen müssen wir so oder so, denn da befindet sich einer unserer Hauptziele von den Fürstenseen, die wir einsammeln müssen, ja, von dem Typen, falls ihr euch noch erinnert. Das sind nämlich die Four Kings, ganz weit unten. Ganz weit unten sogar, ganz weit unten. Und ja, ich will diese Glut, ich will das Schwert aufwerten, ich will gucken, ob mir das was bringt. Von daher sage ich, auf zu den Ruinen. Genug Einleitung. Wir wollen ja auch mal was erleben. Deswegen gehen wir jetzt einfach wie gehabt den Weg hier entlang. Ich laufe ja so gerne den Weg zu den Ruinen. Dort fühle ich mich sehr heimisch, wie mein zweites Zuhause. Es sollte eigentlich so eine Art Parodie zu einem Rennsteiglied sein, aber ich kann es nicht mehr. Ich musste das früher mal, also das Thüringer Rennsteiglied. Könnt ihr ungefähr schon mal ausmalen, woher ich komme. Und ja, das musste ich bei früher in der Kurzschule lernen. Das war eins der Lieder, die ich einfach überhaupt nicht konnte. Ging mir total auf den Zeiger, hey, hast Probleme? Jetzt hast du sie nicht mehr. 24 Seen. Geil. Gib mir noch mehr davon. So. Nun denn. Hier sind wir. Das sind die Ruinen. Und ich habe auch mal nachgeguckt, bevor ich jetzt weitergehe. Und zwar beim Drachenteil, das große Tor.
Das öffnet sich über die andere Seite. Und die ist eben hier in den Ruinen von Neilondo. Wer bist du denn? Hallo? Ach, du bist dieser komische Typ. Oh. Oh nein. Was willst du? Was ist dein Problem? Du hast mir wehgetan, Penner. Hä? Ich kann auch parieren. Arsch. Los, verschwinde. Du hast deinen Dienst erfüllt. Wieso warst du überhaupt hier unten? Wieso hast du nur Scheiße gebaut? Oh Mann, ey. So. Hat er was? Nee. Doch. Wanderflur. Hä? Jetzt habe ich 6. Alles klar. Okay, ja, wir benutzen dies, bevor ich jetzt hier weitergehe. Und ich habe keine Ahnung, wie lang das hält. Es wird lustig. So, denn jetzt kommen gleich Geister. Geister kann man sonst keinen Schaden machen. Das ist doof. Na, wo sind sie? Ich will auch nicht trödeln. Ich weiß echt nämlich nicht, wie lang dieser Effekt hält. Es ist widerlich. Einfach nur widerlich. Da sind sie. Die bösen Geister. Oh, die halten ja überhaupt nichts aus. Ja, hallo. Was ist denn mit euch los? Nein, 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 nein. Nein, nein. Warum? Au. Das tat weh. Aua. Gönnen wir uns mal einen geilen Flakon? Ah. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter. Irgendwie kann man das Wasser hier irgendwie anscheinend auch abpumpen. So habe ich das schon mal irgendwie in Erfahrung gebracht. Das war jetzt etwas, was ich jetzt nicht unbedingt wissen wollte, aber... Ja, wenn sie es schon mal eins sagen, nö. Verpiss dich! Geh dahin, wo du herkamst! Du auch! Oh Mann, das mit den Geistern wird so lustig. Ich frage mich, wenn nur auf diese dumme Idee kam, dass man dafür... Oh, da war ja was. Haut ab! Nein! Oh Gott. Verschwindet alle. Es ist schon mal schön, dass sie mit einem Schlag down sind. Aber wieso sind hier verdammt nochmal so viele? Na, sonst noch jemand ohne Führerschein? Oh, was haben wir denn hier? Shortcut? Naja, das wird ein Shortcut sein. Aber nicht jetzt. Da muss ich mich erstmal weiter durchkämpfen. Juhu. Das mache ich ja so gerne. Vor allem... Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen genervt. Ich habe mich über so viele schöne Sachen gefreut, die ich jetzt machen kann, aber... Irgendwie war das alles so kacke. Einfach nur kacke und da ist einer. Als ob man das nicht sehen würde. Komm her. Nein, 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 nein. Du sollst herkommen. Genau, so, bloß ohne Angriff, bitte. Danke. Parierdeutsch. Mit denen kann man bestimmt gut parieren, habe ich gehört. Okay, von da kamen wir. Dann gehen wir da lang. Dann gehen wir da lang. Da kenne ich noch eben gerade ein. Alter, was willst du denn nur? Was ist euer Problem? Könnt ihr mir das mal verraten? Oh, wir sind Geister. Oh, wir müssen einen auf uns hergehen. Oh. Hier, da. Oh, du siehst ein bisschen stärker aus. Du kannst schreien. Das macht mir Angst. Und wieder zweimal Wanderfluch. Alles klar. Ich hoffe mal nicht, dass es an Wanderfluch mangelt. Muss ich ehrlich hoffen. So, dann gehen wir mal einfach mal durch die Nebelwand. Ich kann mir eigentlich jetzt nicht vorstellen, dass wir gleich einen Bosskampf haben. Ja. Das ist eine Nebelwand für... Genau, ihr wisst es. Ne? Aus diesem Grund. Seele, Soldat. Hey, du. Hey. Hey, du. Komm runter. Hey. Ach komm. Auf so ein Spielchen habe ich keine Lust, Kollege. Auf so ein Spielchen habe ich keine Lust. So, da war eine Treppe runterwärts. Da geht's auch runterwärts. Ich würde sagen, wir gehen zuerst dahin. Shortcut. Geil. Gleich zu Beginn anscheinend. Oder ist das ein Shortcut? Oh Junge, noch mehr Geister. Von denen hatten wir noch nicht genug. Machen wir uns nichts vor. Das Blöde, ich sehe auch keine Anzeige, wie lange das hält. Ich sehe ja nur diese Aura um mir. Um meinem super Silberritter. Aber sonst sehe ich nicht wirklich, wie lange hält das jetzt noch. Das ist doof. Ist hier irgendwas? Außer Tod und Verderben. Wenn ich ins Wasser falle, ist es aus mit mir. Weil ich kann nicht schwimmen. Und mit der Rüstung denke ich mal definitiv, dass ich nicht schwimmen kann. Machen wir uns nichts vor. So, das hier ist für den Arsch. Super.
ich kann nur eins sagen, ich bin froh, wenn ich hier durch bin. Ich bin sehr froh, wenn ich hier durch bin. Bringt mir der Weg hier überhaupt was, die Treppe runter? Scheint doch kein Shortcut zu sein. Fühlt sich zumindest nicht so an, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich bin nur ein einfacher Soldat, der einfach durch die Gegend läuft und irgendwas umhaut. Wahrscheinlich kann ich irgendwie darüber. Nö. Kann durchaus sein, dass ich wirklich an vielen Ecken mal was vergessen habe. Mir ist gerade nicht danach, da irgendwie auf Expeditionstour zu gehen oder erkundermäßig auf Dora die Explorer zu machen. Dora braucht mal eine Pause. Dora geht schlafen. Ich glaube, der Bass ist ausgelaufen. Jop. Benutzen wir gleich einfach nochmal eins. Man weiß ja nie. Wieso sind die Seele jetzt in dem Slot drin? Doof. Da hinten ist auch ein Item. Hier geht's rein. Ach, Junge. Komm schon. Hier sind doch wieder Geister. Erzählt mir doch nicht. Da ist einer. Da ist auch einer. Hi. Ich habe gehört, ihr macht mir das Leben zur Qual. Ah, Alter. Ernsthaft. Er ist nicht unten. Das ist doch mies, ey. So, den konnte ich erwischen. Den jetzt auch. Den kann ich jetzt auch erwischen. Sehr gut. Sonst noch jemand? Ja, natürlich. Oh, Junge. Das macht ja Spaß. Das macht so unglaublich viel Spaß. Ah, Mann. Komm her. Was zur Hölle? Was hat die da gemacht? Das sind ein paar viele geworden auf einmal. Und das ist hier die Opa-Tante. Oh oh, oh oh. Wie? Was? Halt dich. Sauf. Mein Kollege. Mein Freund. Wir haben jede Menge Geister zu erschlagen. Weil die können alle durch die Wände. Das ist voll scheiße. Seele Krieger. Das hat sich nicht gelohnt. Aha, ich bin hier weg. Oh Gott, ich habe nur noch 4 Flakons. Ich habe mit 10 angefangen nebenbei. Mit 10. Lass euch das mal auf der Zunge. Oh, da kommt natürlich noch mehr. Ich. Nein. Kommen hier noch ein paar Untote? Nee. Schade. Das hört sich nämlich so an. So. Oh Gott. Also in den meisten Fällen sind die Orte kleiner, als ich eigentlich immer in Erinnerung habe. Von daher hoffe ich einfach mal aufs Beste. So, hi du. Bist du freundlich? Du siehst freundlich aus. Du hast dieses Pupo-Outfit, glaube ich. Ja, du bist freundlich. Nee. Oh, danke. The knight Artorias traversed the abyss. If you can find him and learn from him, the abyss may prove surmountable. Falls ihr euch noch an die letzte Folge erinnert, dass wir den Abgrund, wir haben ja einen Ring bekommen, womit wir in den Abgrund reingelangen können. Den müssen wir dann anlegen in dem richtigen Moment, weil wenn wir das nicht machen, sind wir mausetot. Und das wollen wir natürlich nicht. So, jetzt haben wir schon mal einen Schlüssel bekommen. Das ist sehr schön. Es ist halt nur die Frage, wo kann ich den verwenden? Schwierig. Sehr komplex. Ah, ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier entlang. Nein! Ich kann nicht schwimmen. Verdammt. Weil wollt ihr wissen, wo ich jetzt anfange? Von Feuerlingsschrein. Ah, nein!
Okay, sehen wir uns gleich unten wieder. Fuck. Wo sind meine Seelen? Au! Nein, 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 nein! Haut ab, haut ab! Komm, wir battlen uns drinnen. Ach, hier sind meine Seelen. Au! Ah, okay. Was? Oh Gott, ich glaube, das wird jetzt unangenehm. Wie sieht doch an? Jetzt töten, 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 töten. Du kannst nie was falsch machen, wenn du tötest, habe ich gehört. Nein, nein, du sollst... Ernsthaft. Ich glaube, so viele Geister ist nicht gut für die Seele. Ha, ha, wegen Dark Souls. Na komm, geben wir noch einen Schluck. Ich habe verdammt viele jetzt schon wieder. Ach, da war die Tante. Ach, und da sind die anderen Geister hergekommen. Hätte ich vielleicht zuerst machen sollen. Okay, und da war jetzt der Typ. War der vielleicht noch im Weg? Oh Mann, das macht mir jetzt schon keinen Spaß hier. Könnt ihr mich bitte in Ruhe lassen? Danke. Es muss hier irgendwo aufgehen. Wie komme ich da hin? Ich glaube, da muss ich nämlich hin, weil da lasse ich nämlich das Wasser frei. Falls ihr euch noch erinnert, was ich vorhatte. Irgendwie muss ich da jetzt runter. Oh Gott, ey. Runter, runter, runter! Los, wie im Silberritter Trainingslager. Natürlich kommen noch weitere Geister, natürlich! Von denen gab es ja noch nicht genug. Pfui Teufel, verschwindet, haut ab! Los, tschüss, geh weg! Oh. Kommst du mal runter? Du bist doch so ein Haufen Scheiße. Zwei Pfeile für dich. Bist du jetzt stolz darauf? Das ist so wichtig was für mich, dass ich dich jetzt mit zwei Pfeilen töten musste? Ich hoffe es. So, jetzt ist die Frage. Achso, ich kann auch einfach hier entlang gehen. Oh. Dann komme ich hier raus. Ah. Ja gut, das ist sehr gut. Item. Und da ist ein Geist. Mensch, den sehe ich aber auch gar nicht. Okay, er sieht mich nicht. Das geht auch. Da unten Item. Einsammeln. Oh, nee, doch nicht. Ach gut, ich dachte, ich muss hier wieder Sprungpassage machen. Einsammeln. Grüne Schärpe. Oh Gott, ey. Wie ein... Das ist immer ärgert, wenn es eigentlich etwas ist, was man hier so wirklich braucht. Ich meine, die grünen Scherben, die lasse ich die Typen einfach mal ein bisschen reinbeißen, dann kriege ich ein paar kleine Scherben raus. Das war's eigentlich. Okay, was haben wir hier? Kann ich das schon betätigen? Nö, bewegt sich nicht. Schön. Was haben wir hier? Siegelschlüssel. Das ist doch schon mal etwas, was ich hören wollte. Das scheint hier auch noch richtig zu sein. Dann betätigen wir das mal. Und schön ist das Wasser weg. Jetzt können wir nämlich den unteren Bereich auch durchforsten, sage ich jetzt mal. Was ich auch natürlich hoffe, jetzt kann ich einen Hebel betätigen, sehr schön. Sehr, sehr schön. Was ich natürlich auch ein bisschen hoffe, ist, dass ich bald auch einen Bonfire erreichen werde. Denn, aber, nee, ich würde sagen, aber, so wie ich mich kenne, wie bei Sens Festung, werde ich ihn nicht finden, ohne irgendwie mir dabei zu helfen. Das wäre ja sonst immer ein ewiges Gelatschen vom Feuerlingsschrein bis hier runter. So, hier erwarten uns... Hier, da seht ihr die Drachen. Da ist das Tor, wovor ich das eine Mal stande. Jetzt können wir hier so weiter entlang gehen. Und da ist ein Gegner. Hallo! Du scheinst ziemlich stark zu sein. Ich bin stärker. Ha. Nein, stark. Ich bin stärker. Hallo, stärker. Es ist halt jetzt die Frage, da beim Drachental gab es in der Nähe auch ein Bonfire, ob das irgendwie näher dran ist zu dem hier.
Ich weiß gar nicht, wo ich hier lang gehen soll. Ist ja was? Nee? Ist ein Feind mir hinterhergelaufen? Nee? Okay. Okay, alles klar, alles klar. Da ist ein Item. Hinterhalt? Nein. Doch, Hinterhalt! Hi! Ah, da hat dieses schwarze, ich sag alles auf, gedöns. Da darf man am besten möglichst nicht reinhauen. Das ist nicht cool. Da haut er nur wieder zurück rein. So, ich glaube, wenn ich die Nebelwand durchquere, passiert eigentlich noch nichts, oder? Ne. Aber ich glaube, hier erwartet mich irgendwas Böses. Wenn ich jetzt da einfach nur geradewegs durchrenne. Erstmal ist hier wieder so ein Ritter. Kann ich das eigentlich parieren? Ja, kann ich. Boom. Da fällt mir gerade ein, ich habe immer nicht die Glut gefunden. Ah, deswegen bin ich doch eigentlich hier unten. Verdammt. Wo ist sie? Hey, noch so ein Ritter. Hey, was hast du da gemacht? Alle? Was hast du da getan? Egal, fall einfach tot um. Gesteht deine Niederlage ein? Ich bin ein Silberritter. Was? Ah, ach du Kacke, was bist du denn? Erstmal pieksen, bis der Arzt kommt. Oh Gott, was machst du da? Oh Gott, was ist das? Was hast du da getan? Was bist du überhaupt? Pfui, du bist ja eklig. Ah, gib das mal 5000 Seelen. Alles klar, da ist noch ein Ritter. Hi. Also ich bin wirklich mal mit in so einem Stand, da hau ich eigentlich Kustheits drauf, auf die Typen. Aber ich hoffe jetzt wirklich, dass ich die große, dass ich diese eine Glut finde, die ich brauche. Und ein Bonfire, habe ich doch schon mal erwähnt, dass ich ein Bonfire haben möchte. Menschlichkeit, yeah, danke für die Menschlichkeit, danke, danke, danke. Grüße gehen raus. Und meine Menschlichkeit, Boys. Oh, was haben wir hier? Hinterhalt. Ist hier ein Hinterhalt? Nee, aber eine Seele. Wo bin ich jetzt? Gott, es ist das schrecklich dunkel. Ihr werdet wahrscheinlich gar nichts sehen können. Es ist sogar für mich relativ dunkel und ich habe eigentlich die Helligkeit relativ hoch. Ach, hier sind wir jetzt. Oh. Hier waren diese nervigen Geister noch. Könnt ihr euch an die erinnern? Da braucht ihr mal ein Item dafür, damit man sie treffen musste. So lang her ist das schon. Okay. Was haben wir hier? Hebel ziehen. Vorrichtung bewegt sich nicht. Und wenn ich hier drauf drücke? Das war dieser eine Weg. Ah. Genau, da war ich allerdings schon. Deswegen gehe ich jetzt einfach wieder runter. Weil ich es kann. Habe ich gehört, dass ich es kann. Ich kann runter. Also wirklich, ich kann nach unten gehen. Das ist jetzt keine Angeberei. Ich kann... Ach, egal. Okay, jetzt ist die Frage, warum war hier eine Nebelwand? Komme ich denn hier noch sonst irgendwie irgendwo hin? Hier war die Nebelwand, gell? Ja. So, da war der eine Ritter, da war der andere. Das sieht aus wie eine scheinbare Wand. Ist aber keine. Scheinbare? Wieso sage ich eigentlich scheinbare? Das klingt scheinbar dämlich. So, warum war das Klippervieh jetzt hier? Das war ja die Abkürzung. Hier war ich ja auch schon. Da war ich dann da oben wieder. Ist da oben vielleicht noch was? Oh je. Komme ich jetzt irgendwo hin, wo ich zuvor noch nicht konnte, hingehen? Spiel, weise mir den Weg. Nimm am besten den ich auch nehmen kann. Der schön ist. So, da bin ich durch. Wo geht's hier lang? Bin ich jetzt hier oben? Oh, da ist eine Truhe. Hallo, Truhe. Bist du feindlich? Nein. Okay, Truhe, dann nehme ich dich mal auseinander. Da ist die Glut. Ah, sehr schön. Da ist verdammt nochmal die Glut. Das ist sehr gut. Das erfüllt mein Herz. Jetzt haben wir wenigstens schon mal die Glut.
Na, jetzt können wir mal gucken. Ich will wenigstens das eigentlich hier das Gebiet hier abschließen. Weil die haben's, ihr habt es ja schon öfters jetzt gerade gehört. Die Four Kings sind hier. Die könnten gemein sein zu mir. Die können ziemlich gemein sein. Allgemein ist der Kampf nicht gerade einer meiner Lieblinge. Sagen wir es mal so. Weshalb ich das gerne machen möchte. Jetzt muss ich halt nur den Weg da runter finden. Ach komm, ihr wisst, ich gehe jetzt einfach hier entlang. Kein Fallschaden bekommen. Super. Wenn ich jetzt noch. Ich glaube, wenn ich hier rausgehe, da gab es ja noch einen Weg. Irgendwo. Ganz bestimmt. Irgendwo entlang. Muss es hier noch gehen. Irgendwie da lang oder so. Komme ich da überhaupt hin? Spiel, du musst mir doch sagen, wo lang. Ich will nicht suchen. Macht keinen Spaß. Mach am besten sowas wie einen großen Pfeil oder so eine kleine Inszenierung. Ja, du könntest eventuell da lang gehen. Das wäre nur die Idee von uns machen. Musst du aber nicht. Sowas. Über sowas würde ich mich freuen. Ja. Bin ich überhaupt schon mal geradewegs durchgegangen? Ich glaube nicht. hier sind bestimmt noch ein paar weitere Ritter. Ja, was habe ich gesagt? Verdammt. Hör auf, das zu machen. Das macht mir Angst. Es ist sowas wie eine Art Schild für die. Bloß anders. Mit schwarzen... Versteht er? Was mir auch nicht geheuer ist... Nee, was ich eigentlich auch noch suche, ist eigentlich immer noch das Leuchtfeuer, falls vorhanden. Grauer Brocken. Oh, die brauche ich sehr viel dann demnächst. Hauptsächlich erstmal anfangs 10 für das eine Schwert fürs Maximum. Nee, man macht bis 14 und mit der Titanitschelle die Waffe auf 15. Und ich will wirklich damit das Großschwert aufwerten, mal. Also nicht das Großschwert. Gebrochen, aber roter Augapfel werden wir nicht wirklich großartig gebrochen, sondern das beider Seitschwert, was ich schon auf 10 habe. Ah, da ist auch noch einer. Alles klar. Boom. 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 Nein, nicht treten. Boom. Das machen. Okay. War hier noch irgendwas? Oder die... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich... Ach, jetzt bin ich hier. Ah. Okay. Na gut. Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Mist. Das prinzipiell muss es irgendwo runterwärts gehen. Verdammt. Ah! Was? Scheiße. Ja gut, sehen wir uns gleich wieder da. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt sehr doof. Das waren jetzt 50.000 Seen, die mir jetzt geflogen sind. Die machten einfach nur puff. Und das Schlimmste kommt ja eigentlich erst noch. Die Geister sind ja auch wieder da. Schön. Schön. Ja gut, ja, gucken wir mal. Dann wieder unten. So, wir gehen jetzt mal den eigentlichen Weg, den ich eigentlich gehen wollte. Also hier entlang. Ich habe mein Bonfeuer, also wenn ich für den Fall, dass ich sterbe, woanders angelegt, da muss ich über das Drachental gehen, aber momentan zweifle ich daran, ob das jetzt besser war. Ich habe schon 4 Verkommens gebraucht. Ich möchte erstmal gerne mal wissen, wo muss ich überhaupt lang. Den backsteppen wir. Wir töten ihn nicht, natürlich. Ja, komm. Nein, fall um. Das ist deine Aufgabe. Zu sterben. Irgendwo muss es halt weitergehen. Und ich habe schon mal gelernt, da geht's nicht weiter. Was haben wir denn hier? Was ist das da? Das ist widerlich. Blutfleck. Haben die jetzt echt da versucht, darüber zu gehen oder wie? Es muss einen normalen Weg geben dahin.
Ich weiß bloß nicht wo. Das gefällt mir nicht. Tot. Okay. Das werde ich also nicht probieren. Hier kann ich drauf stehen. Das ist schön. Das erfreut mich. Ich habe nämlich versucht, auch oben die Gaster zu umgehen. Da müsste ich sonst immer wieder das dumme Item verwenden. Da habe ich keine Lust drauf. Lieber kämpfe ich gegen ein paar von den Rittern. Das... Was? War das jetzt richtig, dass ich da lang gehen konnte oder nicht? Kopfschmerzen, ey. Naja, gut, ich habe nicht wirklich Kopfschmerzen, aber es ist... Okay, gleich sind wir wieder da. Gleich sind wir wieder da. Gut, gut, gut. Ich kam nicht mehr hoch. Ich kam nicht mehr hoch. Warum? Ich versuche jetzt da durchzurennen. Verdammte Kacke. Wir sind schon wieder sehr viele Seelen flöten gegangen. Puh. Das alles nur, weil ich kein Bonfire finde. Es gibt bestimmt dort eins, aber ich finde es wahrscheinlich mal wieder nicht. Das klappt ja immer so gut mit den Bonfiren. Ah, Mann, ey. Gut, jetzt bin ich schon mal hier. Welchen Weg bin ich gegangen? Verdammt. Welcher Weg war das? Da waren auf jeden Fall wieder Geister. Brauche ich wieder Wanderfluch. Mann, hab ich einen Bock drauf, das jedes Mal anzuwenden. Ist ja nicht so, als ob mir das bald ausgeht. Nein. So, hier... Da waren welche. Hab ich die jetzt ausgelöst? Ja, da kommt auf jeden Fall was durch. So, Geist erledigt. Ich glaube, da war eigentlich noch einer. Natürlich war da noch einer. Ne. Warum kommt da jetzt Geister? Nein, 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 der will mich greifen. So, gut, der ist schon mal weg. Aber das mit den Geistern ist einfach nur total doof. Kommt da noch einer durch, oder? Wenn ich jetzt hier stehe. Au! Oh Gott. Ist das euer Ernst? Moment. Wir regeln das wie Männer. Eins gegen eins, ja? So, wie es gehört. Okay, jetzt ist das Vieh sogar schon näher rangekommen. Autsch. Okay, erledigt. Was ist das da hinten? Was ist das so hell? Was ist das? Was? Explodierende Köpfe. Oh nein. Was ist das hier für ein Ort? Du bist eine gute Truhe. Gut, da gib mir gutes Zeug. Grauer Brocken. Ja, ist nicht ganz verkehrt. Aber ein Hinweis für ein Bonfire, falls es ja jetzt gilt, das wäre auch super. Okay, da ist eine Nebelwand. Falls ihr das Tapsen hört, das ist dieser Drache. Ein Drache, der nicht sich resetten will. Nein! Oh, das ist jetzt nicht euer Ernst. Oh, ist das doof. Das ist so doof, ey. Oh, come on. Oh. Shit. Was mach ich denn jetzt? Schatz. Hä? Ist die Waffe auch noch... muss repariert werden. Das ist doch... Okay, ich zeige euch das... Ich kann nicht wieder raus. Okay. Wir probieren jetzt Folgendes. Also die... Wo ist denn jetzt mein Speer? Mein kaputter Speer. 244. Wie viel Schaden macht das Balterschwert?
Müsste eigentlich mehr jetzt machen in dem Falle. Ja, minimal mehr. Yay. Ich zeige euch mal eben fix das mit dem Boss. Also, wie ihr seht hier, wir können ganz normal die Treppe runter, weil ich sag's so wie es ist, wir sind jetzt hier bei einem Bosskampf. Wir können jetzt ganz normal die Treppen runter. La 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 la. La 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 la. Hier. Ja. La 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 la. Am Ende ist die Treppe endlos. Ja, oder? Ja, irgendwann muss ich ja doch mal nicht mal weitergehen können. Genau, hier. Gut, dann nehme ich jetzt hier den Absprung. Und muss jetzt den Ring anlegen, wie ihr euch noch erinnert. Das heißt, ich habe ihn ein bisschen ermöglicht, Abgrund schreiten. Genau. Hui! Der Abgrund. So. Hier beginnt jetzt gleich der Bosskampf. Oh, Junge. Es ist ein bisschen dunkel. Ja. Ah, und der erste ist so weit weg. Puh. Autsch. Ist natürlich richtig geil, der jetzt, wo ich... Was macht der da? Aua. Eventuell seht ihr gleich das Problem mit dem Bosskampf. Wenn ich überhaupt so lange überlebe. Au. Oh. Oh, kann ich nicht abwehren. Autsch. Huch, hey. Ja, da ist das Problem. Irgendwann im Kampf kommt ein Zweiter. Und dann geht's bei dem weiter. Oh, jetzt hat er mich gegriffen. Das ist geil. Tötet er mich jetzt dadurch? Nein, ich lebe tatsächlich noch. Och, da ist noch einer. Was? Ich habe keine Ausdauer. Was ist denn das für ein Schaden, den die da machen? Also auf jeden Fall, wenn ich nicht genug raushaue, dann spawnen die alle einfach viel zu schnell danach und... Ja. Jetzt, wo mein Speer natürlich kaputt gehen musste, ist das sehr praktisch. Ich habe keinen Flakon, fällt mir gerade ein. Shit. Ah, ja gut, ich rechne eigentlich nicht, dass ich den Kampf noch gewinne. Ich habe dafür einfach nicht die optimale Aufwertung gehabt. Aber okay. Ausrüstung meinte ich. Aber okay. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal mit der Clue noch eben fix noch zu André zu gehen. Ich glaube jetzt nicht... Ich bin genervt heute, okay? Ich bin genervt. Wir teleportieren uns jetzt mal eben fix mal hin, zur Gemeinde der Untoten, reparieren unsere blöde Waffe, weil die ja unbedingt ja jetzt kaputt gehen musste. Ich glaube gar nicht, was ich gerade für eine Wut in mir drin habe. Die Wut des Alkosas. Keiner möchte sie zu spüren bekommen. Die Four Kings haben sie zu spüren bekommen. Das war ihr erstes und letztes Mal, dass sie gegen mich gekämpft haben. Was mich auch nervt, ich habe echt da kein Bonfire gesehen. Halte ich für scheiße. Ich sag's wie es ist. Halte ich für scheiße. Ja. Klar, nimm die Glut. Krass. So, jetzt können wir unsere Waffen auf plus 15 aufwerten, zumindest gewisse Waffen. Zum Beispiel das... Ah ne, wir müssen umwandeln. Beider Seitenschwert. Umwandeln. Yo.
Und sehr viele graue Pocken, muss ich sagen. So, und jetzt ist halt die Sache. Jetzt kann ich es nochmal aufwerten. Aber mit einer grauen Scholle. Und die sind wirklich sehr limitiert im Spiel. Ich bin allerdings der Meinung, ich mache jetzt nichts falsch, wenn ich das Schwert aufwerte, weil da haben viele geschrieben, das ist eine gute Wahl. Kann man machen. Deswegen. Ja. Stärkste Waffe, Errungenschaft, die ihr nicht wahrscheinlich sehen werdet. Nebenbei, Ausrüstung reparieren. Die musste ja unbedingt kaputt gehen, wisst ihr. Vorher brauchen wir die Rüstung, nicht dass die auch noch auf einmal kaputt geht. Oh Gott, ey. So, jetzt gucken wir uns mal eben fix die Waffe an. 200 plus 172. Und hat eine A-Skalierung bekommen. Oh, cool. Ha. Das finde ich sehr schön. Das finde ich sehr, sehr schön. 100, das sind 372. Ich könnte jetzt halt noch ein bisschen auf Beweglichkeit gehen. Und wie viel macht der Speer nochmal? Der unbedingt kaputt gehen musste, ihr wisst schon. Er ist bei 364, das ist minimal besser. Egal. Ja, es geht ums Prinzip. Okay. Ich habe jetzt mein Schwert. Das ist cool. Hat eine Askelierung. Profitiert mehr. So. Weckt mich. Es musste ja auch unbedingt jetzt passieren, dass meine Waffe kaputt geht. Krass. Einfach nur krass. Aber okay. Ich würde sagen, den Bosskampf, den machen wir in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich... was wollte ich sagen? Ach ja. Lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und... bis zum nächsten Abenteuer von Dark Souls. Auf Wiedersehen.